Name ist Christian Adamczewski, ich bin 22 Jahre alt, habe 2008 hier meine Ausbildung als Elektroniker begonnen und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Der Elektroniker für Betriebstechnik installiert und wartet elektronische Anlagen. Zum Beispiel Pumpensteuerung, Beleuchtungstechniken, Motorsteuerungen. Die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik dauert 3,5 Jahre. Davon sind pro Lehrjahr 13 Wochen Berufsschulunterricht. Die ersten 1,5 Jahre von der Ausbildung sind in der Lehrwerkstatt. Dort werden die Grundvoraussetzungen, Grundkenntnisse übermittelt. Und die letzten 2 Jahre ist man in den Betrieben eingesetzt und lernt dort die reellen Aufgaben eines Facharbeiters kennen. Also wenn man sich entschließt, dazu Elektroniker für Betriebstechnik zu werden, sollte man gute Noten in Mathematik und Physik mitbringen und auch ein gewisses abstraktes Denken, weil man sich in viele Anlagen erst reinversetzen muss, bevor man hinterfragen kann, was da genau von einem verlangt wird. Ich bin Jessica Klövers, 21 Jahre alt und bin im dritten Ausbildungslehrjahr zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Ich habe auch immer selbst an den Sachen rumgebastelt und weil wenn irgendwas defekt war, irgendwie irgendwas Elektronisches, einfach mal dran gesetzt und geguckt, was der Fehler sein könnte und dann versucht zu reparieren. Man sollte auf jeden Fall teamfähig sein, weil man ist ja nicht alleine da. An irgendwelchen Anlagen, die man instand setzt, da sind halt immer mehrere Leute dran beteiligt. Momentan bin ich hier die Einzige, aber es wäre natürlich auch schön, wenn sich noch weitere Frauen bewerben würden. Das Spannendste an dem Beruf ist halt wirklich zu verstehen, was hinter der leuchtenden Lampe steckt. Was passiert eigentlich, wenn ich den Schalter umlege? Warum leuchtet die Lampe? Warum läuft ein Elektromotor? Das ist das Spannendste an dem Beruf. Solange die Menschen leben, wird es auch Elektrizität geben. Und halt auch, dass jetzt zum Beispiel schon die Autos umgerüstet werden auf Elektrizität. Und daher wird der Beruf auch Zukunft haben.